Willkommen zurück zu Call of Duty World War II. Verteidigen Sie den Marktplatz. Oh fuck, sind das. Erstmal eine Granate! Wir müssen den Marktplatz verteidigen. Letzte Folge war die verflixte Folge. Tausendmal gestorben und ich habe noch gesagt, mal gucken, wie viel Deaths ich am Ende habe. Also wie viel Fails ich sozusagen am Ende habe. Aber ich sage ja immer, das habe ich schon damals gesagt, als wir mit dem Kanal angefangen haben, wer gutes Gameplay sehen will, der ist hier falsch. Nee, es geht ja um Spaß am Ende, aber es ist trotzdem immer ärgerlich, das muss ich ja dazu sagen, aber es macht trotzdem Spaß halt. Manchmal bloß so random Downs irgendwie, wo ich mir denke, hätte nicht sein müssen und warum und wieso und weshalb. Was? Würde schon sagen, das sind doch meine Leute. Das hat sich gerade echt so angefühlt, als würden die auf mich schießen. Sie rücken von Süden vor. Was ist das? Okay. Das war eine Erinnerung. Nice, eine Granate! Da links! Yes, sir. Was steht denn hier noch? Bist du ein Bösewicht? Feinde bei den Trümmern! Jo, ich komm gleich, muss noch mal holen. Und der Schrotti, Alter! Darum müssen Sie mich nicht zweimal bitten! Alter. Sicher. Das kann ich das jetzt sogar noch hier hochkommen. Ins Oberstübchen. Geil. Hallo? Hast du genommen? Okay. Denn hier werfen Sie ein rotes Rauchsignal, um den Bereich für die P-47er zu markieren. Werfe Rauch! Huch. So, jetzt wisst ihr, was los ist hier, Leute. Nee, eigentlich nicht. Halten Sie sie zurück, bis die P-47er hier sind. Bewegung! Position halten! Zu weit weg. Okay, das war doof, einfach mal von mir. Aber ein Kontrollpunkt ist erreicht. Alles erledigt. Gute Arbeit, Männer. Die hat doch funktioniert. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sarge. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Wenn wir Mittlers Kopf auf dem Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay, bin dabei. Okay, das Kapitel haben wir auch abgeschlossen. Es war zwar ein bisschen blöd, das jetzt dahin zu werfen, aber... Wir haben Marigny erobert. Naja. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. Okay, war ein bisschen random, muss ich zugeben. Einfach mal hingeschmissen und zack. Ja. Ich war so aufgeregt. Bitte seht's mir nach. Bitte. Seht's mir nach. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Es wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht Halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen.
Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir, aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOI. Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marigny? Beeindruckend. Ach, das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Hier, das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf Ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Oh. Genau wie damals bei unserem Absprung über Verkor. Und mitten in diese Patrouille. Du bist so eine alte Romantikerin. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Der größte Zug meines Lebens. Und die dickste Panzerung. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Okay, Vivian und ich schalten sie aus. Turner, das ist ihr Zeichen vorzurück. Denn jetzt, nach ihrer und Sassmans Einlage in Marigny, ist Feuerunterstützung ihr Job. Okay, los geht's. Ja, ich komme. Schalldämpfer, den Scharfschützen ausschalten. Benutzen Sie das Messer, Daniels. Okay. Gut gemacht, Daniels. Und jetzt den Offizier. Auf immer diese. Zeichen. Kein Shooter ohne Schleichmission und Stealth-Mission. Den Offizier ausschalten. Ja, wart's doch mal ab, Mann. Geht das jetzt mit Schalldämpfer? Aber jetzt ein Schalldämpfer dran, da kann ich doch. Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus. Denn jetzt bleiben Sie bei Crowley. Und weiter. Okay, ich dachte schon ganz kurz, es ist versagt, aber hat wahrscheinlich auch geklappt mit Scharfschützen. Es gibt ja zwei Optionen, das habe ich schon gehört. Du kannst stealthen, kannst aber auch einfach ballern. Das geht beides. Weiß nicht, ob es bei jeder Mission mit Stealth gibt, soll wohl 3-4 Stück geben noch so ein bisschen, aber. Ist da jemand? Nein, keiner da. Gut gemacht. Bewegung. Ja. Ich guck da noch ein bisschen, was gibt. Meiner, vielleicht gibt's noch eine Käsebämme. Sur le port d'Aviron. Oh, danke, oh, danke. Der Scharfschütze gehört Ihnen, Daniels. Zugriff. Vorsicht, langsam vorrücken. Okay. Halten Sie den Zug auf. In 5 Schmerder. Oh. Okay, das sind viele. Das sind viele. Ganz leise. Leise ranstelfen. Das macht schon Spaß. Oh. Das ist Kollege Schnürschuh im wahrsten Sinne des Hortes. Gehen rein, holen sich erstmal noch einen Kaffee. Und du. Oh. Die habe ich natürlich nicht gesehen. Scheiße! Ist es jetzt verloren? Ist jetzt der Zug weg? Lass nämlich rein, ich bin der Chauffeur. Bitte. Bis zum Zug. I have to. Lass mich durch, du.
Oh, nein! Ich wollte keine Hunde töten. Oh, ich will die Hunde nicht töten, aber ich muss. Sie töten mich ja. Mann. Okay, wenn noch Zeit ist, dann ist er nicht verloren. Ne? Man muss also tatsächlich nicht nur staven. Du bist blöd mit der Waffe, ne? Aber ich habe keine Muni. Der ist tot. Scheiße, das wäre Heldenmission gewesen. Mal ein Bild. Warum steht er einfach mitten auf dem Feld? Also mit der Muni ist nervig. Es ist halt typisch Krieg halt, es ist halt nur die Knappheit immer gar gewesen, aber trotzdem nervt es ein bisschen. Los, durch das Poster! Wie oft soll ich denn noch Nachkampf machen, Alter? Viel zu stürmisch, ich weiß, aber es nervt trotzdem. Was? Komm schon. Ich hab dich! Bis zur Deckung. Oh. Der Zug, das wird immer knapper. Warte mal kurz. So, wie sieht's aus? Die Waffe haben. Aus dem Süden. Die Tür. Los, die Tür. Okay, okay, okay. Daniels, steh auf. Try it. Los. Nimmst du mich mit? Okay, muss ich jetzt von hier lang fahren oder was? Okay, ich probier's. Siehst du ihn? Nope. Da ist er! Drück auf den Doch. Gas! Wir verlieren ihn! Links! Ich arbeite dran! Er entkommt! Jetzt fahren wir mal ganz ruhig, meiner. Wir verlieren ihn!
Ja, hier wird aber das ganze Bude zerbombt. Oh Mann, ey. Na, ich erst, Alter, hier, das ist... Wie wär's mit jetzt? Nimm das Feuer! Genau, wollte ich grad sagen. Mach mal, da kann ich schießen. Los geht's, los geht's. Feuer frei! Alter. Wir müssen zum Vorderteil des Zugs. Ja, dann fahr mal vor. Oha. Heilige Scheiße! Ist das echt passiert? Wir haben es geschafft! Das war für die Ewigkeit. Ich hoffe, Stiles hatte die Kamera. Vielleicht lässt Pearson uns für 5 Minuten in Ruhe. Achtung! Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Platoon. Tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Eine Freundin. Schnell jetzt. Verbandkasten ist bereit! Da müssen Sie sich mit Ihrem Trupp, okay. Feindaktivität, voraus! Er verlässt die Deckung! Feuer! Alter, was war das für ein Krach, Kabum hier? Geht's lang? Und weiter und again und again. Jetzt sind wir die Vietcongs hier, wie sie aus dem Gebüsch springen. Nochmal mit Nachladen, Digga. Oder ich nehme die MP40, das kann ich auch machen. Die gefällt mir auch. Was hier was? Munition. Okay, ich geh in Deckung, ich dachte, ich krieg die ein paar, zwei schnell. Und dann wurden es doch 4 mehr. Verbandkasten ist vorbei!
Mal Platz hier. Das ist schon echt ein schweres Ding. Wie kommt der noch hier? Und dann erstmal nach. Erstmal Weapon reloaden hier. Huch! Nein, sollst zurückwerfen, du Vollhonk, und nicht deine eigene ziehen. Oh. Manchmal könnte ich das, das sind ja teilweise so sinnlose Fails und Deaths, die einfach so Quatsch sind, einfach weil das Spiel mich irgendwie manchmal verarschen will. Wirft er seine eigene. Anstatt die zurückzuwerfen. Muss mal halt hinnehmen. Na, hallo. Sehr schön, sehr schön. So, Dille. Ach, komm jetzt. In einer Reihe bleiben. In einer Reihe bleiben. Jupp, läuft gerade noch ganz gut ohne. Wie viel sind denn hier noch? Ich wollte gerade nachladen erstmal in Ruhe. Und dann läuft der hier mit seiner scheiß Granate. Wie gerade. So, jetzt. Diese Ruckelpassagen gehen mir so auf den Sack gerade. Ja? Bitte nicht schon wieder Hundis. Da wär ich böse. Sammeln Sie sich mit irgendwo. Ihr wollt jetzt noch ein Medi-Pack. Hallo. Na Jungs, was geht bei euch? Diese Männer gehören wohl zu Ihnen. Ah, das wäre dann Rousseau. Sie gehört zu Marquis, französische Resistance. Sie hat den Deutschen abgeknallt, der uns töten wollte. Ist es denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? So viele Umstände wären die doch nicht wert. Ich dachte, sie wären tot. Aber der Zug fährt nicht mehr. Das Ziel war, den Zug zu stoppen, nicht zu zerstören. Ja, tut mir leid, dass nicht alles nach Plan verlaufen ist, aber sehen wir es so. Wir haben soeben jeden verdammten deutschen Außenposten hier alarmiert. Also sollten wir weiter. Und zwar schnell. Zuerst beenden wir die Mission. Ist es nicht so, Major? Wir brauchen Hilfe beim Sicherheit. Keine Ahnung wie, aber Sass und ich haben das Zugunglück überlebt und uns dann mit einer taffen Französin getroffen. Sie heißt Rousseau. Sie gehört zur Resistance und du wirst es nicht glauben. Aber wir mussten für sie das Wrack nach Papieren durchsuchen. Sie braucht sie für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job.